20 Millionen Menschen mindestens waren bereits 2021 schon davon betroffen. Und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen mit Diabetes. Effektiv müssten wir sagen, die Menschen waren immer Sammler. Die längste Zeit, da haben sie sich entwickelt. Und da konnten sie eigentlich fast nur Pflanzen finden. Vielleicht mal einen Engerling und einen Wurm. Aber so ein Tier hätte ja vor dir tot zusammenbrechen müssen. Damit, also ohne Waffen, ohne Werkzeug, ohne Feuer. Was machst du mit dem Gebiss? Das war ja schon bei den Cro-Magnon-Menschen, unseren Vorfahren, recht ähnlich. Rüdiger hatte ja eben schon das Omega-6 genannt, eines der ganz großen Themen der heutigen Zeit. Seit Menschen Tiere füttern, werden Tiere mit Omega-6 gefüttert. Das heißt, alles, was von Tieren kommt, die von Menschen gefüttert worden sind, sind Omega-6 überladen. Und das bedeutet, wenn da ein Autoimmunfeuer brennt auf kleinster Ebene, dann ist jeder Konsum von Omega-6, ob es jetzt Sonnenblumenöl ist oder Paranüsse. Paranüsse enthalten 360 mal so viel Omega-6. Da gibt es eben so ein paar typische No-Gos, wo man sagen muss, das ist so, als würde man Benzin ins Feuer gießen. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar über eine der Volkskrankheiten schlechthin. Ja, über 529 Millionen Menschen mindestens waren bereits 2021 schon davon betroffen. Und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen mit Diabetes. Es gehört zu den Top 10 der Todesursachen. Und heutzutage sind fast schon auch Kinder und Jugendliche betroffen. Manchmal wird ein Leben lang Insulin gespritzt und falls du selber davon betroffen bist, gibt es heute ganz, ganz tolle Informationen darüber, wie du mit Diabetes hervorragend umgehen kannst. Und dafür haben wir natürlich auch wieder heute zwei Experten, zwei ausgewiesene Spezialisten mit über 80 Jahren Berufs- und Lebenserfahrung da und die dir helfen, mit diesem Thema besser umzugehen. Hallihallo und herzlich willkommen wieder, lieber Ingo und lieber Rüdiger. Ingo, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, warum du zum Thema Diabetes und allgemein zum Thema Gesundheit einiges sagen kannst. Ja, ich bin Facharzt für Ganzheitsmedizin, das heißt 4,5 Jahre im Krankenhaus, dann viel gereist durch die Welt, um zu schauen, woran erkranken Menschen und wo sind Lösungen zu finden. Also ich suche und finde vor allem gerne Lösungen, wenn es darum geht, aktuelle Probleme im Gesundheitsbereich zu lösen. Und ich stelle fest, dass immer mehr Menschen an sogenannten Autoimmunerkrankungen leiden. Und stelle auch fest, dass diese Autoimmunerkrankungen zum größten Teil in unserem Darm ihren Anfang nehmen. Und der Darm interessiert mich schon seit meiner Doktorarbeit, die ich über den Darm in den 80er Jahren geschrieben habe, sehr. Und hier ist es eben super spannend, das Mikrobiom zu untersuchen. Da stehen uns heute großartige Möglichkeiten, wissenschaftliche Möglichkeiten zur Verfügung, eine Stuhlanalyse einzuschicken und darauf ein gutes Ergebnis zu bekommen, was das Mikrobiom sehr deutlich darstellt. Und hier sehen wir, wie eng die Korrelation ist zwischen einer Dysbiose, einer Fehlbesiedlung im Darm mit entsprechenden Autoimmunreaktionen, entsprechenden weitergehenden, ja, Schwelbränden, so könnte man diese Immunreaktion nennen, die dann an der Bauchspeicheldrüse sozusagen explodieren und hier die Beta-Zellen angreifen. Und so sehen wir, wie Diabetes entsteht. Und das zeigt uns auch gleichzeitig, wo die Ansatzmöglichkeiten liegen, eben unseren Darm wieder auszuheilen, ins Gleichgewicht zu bringen, vorbeugend zu agieren oder dann eben auch, wenn es soweit gekommen ist, durch Ernährung und Darmpflege hier ein gesundes Mikrobiom wieder aufzubauen. Rüdiger, magst du dich auch direkt vorstellen? Ja, ich bin Rüdiger Dahlke und habe 45 Arztjahre auf dem Buckel. Diese 80 Jahre kommen wohl zustande, dass es 45 von mir und 35 von Ingo zusammenzählt. Sonst macht uns ein bisschen alt. Nee, schon 72, aber 80 Jahre. Naja, also, ich habe von Krankheitsweg bis Krankheitssymbol diese Bücher
verfasst und so eine Psychosomatik initiiert, die bis in spirituelle Dimensionen reicht, aber viel auch mit den Säulen der Gesundheit zu tun hat. Und tja, mache Seminare, Dalky for You ist so meine Plattform, Frühjahr und Herbst immer Kur, eine lange Woche Detox, eine Woche Fasten und Aufbau, im Herbst auch. Jetzt läuft gerade angefangen die Abnehmen-Challenge bei Dalky for You. Sonst mache ich große Ausbildung, einen ganzheitlichen Gesundheitsberater wie Unity und beschäftige mich viel noch mit Ausbildungen, verbundenen Atem halte ich für so eine ganz wesentliche Sache, Meditation und Bildertherapie. Super, und da kommt einiges zusammen jetzt hier schon an Know-how, und das Problem, das wir heute besprechen, ist ja auch tatsächlich riesig. In einer Welt, die von Kohlenhydraten überschwemmt wird und natürlich eben auch von Zucker, ist es ja auch nicht weit hergeholt, dass wir die Menschen, deren Körper für diese extreme Welle an Zucker und einfach verfügbaren Kohlenhydraten nicht geeignet sind oder gemacht wurden, dann eben auch erkranken. Kohlenhydrate sind in Anführungsstrichen leider sehr billig zu haben, ganz im Gegensatz zu guten Fetten und Proteinen, sprich das Thema Diabetes und vor allem die ernährungsbedingte Diabetes nimmt ultra krass an Fahrt auf, und dieses Problem betrifft nicht nur Erwachsene in Ländern wie hier Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern natürlich eben auch vor allem in vielen reichen Ländern. Und das Problem betrifft heute auch vermehrt Kinder und auch Jugendliche, die heute schon mit Übergewicht und dann eben auch mit einer Prädiabetes vielleicht sogar diagnostiziert werden. Und das Problem ist ja vor allem bei Diabetes, dass wenn Diabetes überhaupt erst ausbricht oder entschlüsselt wird, dann ist es ja eigentlich schon Jahre vorher in einer Prädiabetes da gewesen. Das heißt, die Dunkelziffer ist noch viel, viel größer. Also ich möchte gerne die nächsten ungefähr 15 bis 20 Minuten dahingehend mit euch arbeiten. Welche Lösungen gibt es denn, mit Diabetes umzugehen, beziehungsweise Diabetes wieder in den Normalzustand zu bringen, dass ein Mensch gesund ist und nicht an Diabetes leidet? Ich glaube, du mit deinen 45 Jahren Arzt oder Lebenserfahrung in diesem Berufsfeld hast ja auch schon sehr viele Tipps parat, lieber Rüdiger. Ja, also ich habe ja auch schon Kurse gegeben, Ausbildungen in den USA, Omega und SLN. Da gibt es wirklich Kinder, die echt Diabetes haben. Und zwar den Altersdiabetes, wie wir früher gelernt haben. Man sieht schon an dem Namen, dass sich da was verändert hat. Früher war das, was wir heute Typ-2-Diabetes nennen, Altersdiabetes. Wenn die Bauchspeicheldrüse erschöpft war, weil einfach zu viel, vor allem raffinierte Kohlenhydrate da konsumiert wurden. Heute in den USA gibt es echt Kinder, die haben diesen Altersdiabetes, also nicht diesen autoimmunproblematisch entstandenen, von dem Ingo gesprochen hat, sondern einfach die Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse. Nicht der ganzen, sondern der Langerhanschen Inseln, die für diese innersekretorische Thematik zuständig sind. Und in Amerika ist es ja auch schon am Straßenbild sichtbar, also in den USA. Die sagen ja auch schon Diabesity. Da ziehen sie Diabetes und Obesity, Fettsucht zusammen. Das ist da eine riesige Seuche. Wir sind denen allerdings auf den Fersen damit. Und das ist einfach ein völlig verkehrter Lebensstil, für den wir nicht gemacht sind. Ja, wir haben viel Erfahrung mit Knappheit über die lange Zeit der Evolution, wo wir nur Sammler waren und wenig gefunden haben. Da war Kalorienknappheit das Problem. Also Rutger Bregman, dieser niederländische Historiker, den ich so sehr schätze, der hat es mal zusammengefasst. Wenn du das ganze Leben, die Entwicklung des Lebens nimmst, dann kommt der Mensch am letzten Tag, an Silvester, eine Stunde vor Schluss. Und wenn du dieses eine Jahr nimmst, die menschliche Entwicklung, dann ist über 55 Minuten Sammler. Da haben die wenig gefunden. Da gab es nicht Korn im heutigen Sinn, sondern es waren die Grassamen sozusagen. Es gab nicht diese Riesenfrüchte. Ja, das waren so Holzäpfel, so kleine und. Also die haben die längste Zeit gesammelt. Da hat sich unser System entwickelt. In dieser langen Zeit der Sammler. Dann war 2 Minuten Jäger,
Aber wir sagen natürlich Jäger und Sammler in der patriarchalen Welt. Das ist idiotisch. Wir waren Sammler und da, die längste Zeit. Da haben wir uns entwickelt. Und dann waren wir Sammler und Jäger. Ganz kurz. Und dann kommen noch 2 Minuten, 2,5 Minuten. Da ist das, was wir Geschichte nennen heute. Von der Steinzeit bis in Deutschland dann bis zur Weimarer Republik. Damit man ja, zweimal habe ich das erlebt, die Nazizeit nicht besprechen muss. Also, das ist das, was wir so überbetonen. Effektiv müssten wir sagen, die Menschen waren immer Sammler, die längste Zeit. Da haben sie sich entwickelt und da konnten sie eigentlich fast nur Pflanzen finden, vielleicht mal einen Engerling und einen Wurm. Aber so ein Tier hätte ja vor dir tot zusammenbrechen müssen. Damit, also ohne Waffen, ohne Werkzeug, ohne Feuer. Was machst du mit dem Gebiss? Das war ja schon bei den Cro-Magnon-Menschen, unseren Vorfahren, recht ähnlich. Ohne Chancen, da kannst du vielleicht die Augen auslutschen, aber sonst war da nichts. Also in der Zeit hat sich unser Organismus geprägt. Was wir können, ist mit Knappheit umgehen. Ja, jeder kann fasten, das erlebe ich auch in diesen 45 Jahren. Aber was wir nicht können, ist in diesem Luxus. Ja, mit diesem Überfluss an Kalorien erstens und dann vor allen Dingen an gefährlichen Kalorien. Und alle raffinierten Kohlenhydrate sind so gefährlich, dass sie total gestrichen können. Komplexe Kohlenhydrate, die Pflanzen, sind gut. Also da ist so ein entscheidender Punkt. Also ich würde heute sagen, jeder, der Typ 2 Diabetes hat, so habe ich das erlebt in diesen Jahren, kann das loswerden. Das ist eine reine Entscheidungsfrage. Das gilt auch für Typ 3 Diabetes. Ja, wenn wir anschauen, wie Diabetes entsteht, du hast es ja schon angedeutet, diese prädiabetische Phase, erstmal, das nennen wir dann auch metabolisches Syndrom. Dann gibt es die Insulinresistenz. Ja, dann muss der Körper so viel Insulin ausschütten, um dieser Flut von Kohlenhydraten, besonders raffinierten, Herr zu werden, dass er halt sich erschöpft dabei. Und dann, die Zellen haben es dann so die Nase voll von der vielen Glucose, die ja auch in den Zellen alles zerstört. Glykierung nennen wir es dann wissenschaftlich. Ja, wir sabotieren unsere Organe, nicht nur die langerhanschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse. Ja, da ist auch das Hirn glykiert. Und das nennen wir ja heute Typ 3 Diabetes. Das ist einfach, wenn das Hirn streikt gegen Glucose, dann verhungert es. Und das ist wiederum Demenz, Alzheimer. Ja, und wenn wir dann anfangen, zum Beispiel mit ketogener Ernährung, dann können wir das wieder bessern. Mary Newport, eine amerikanische Kollegin, Krankenhausärztin, gar keine Forscherin, die hat ihren Mann Steve zurückgeholt. Aus dem Alzheimer. Mit vernünftigen Fetten. Ja, im Kokosöl ist das drin und so weiter. Aber es sind alle Dinge, die laufen so verquer bei uns. Die Schumizin, die kann ja immer nur so schwarz oder weiß. Die sagen, alle gesättigten Fette ganz schlecht. Dann ist das Kokosöl auch ganz schlecht. Das ist aber die Rettung oft. Auf Ernährungsebene, was Typ 2 und 3 Diabetes angeht. Die sagen, alle hoch ungesättigten Fette ganz gut. Super, dadurch werden dann die Omega-6-Säure, die wirklich richtig Entzündungen machen, ja, nicht nur diese akuten Entzündungen, sondern auch diese chronischen, Silent Inflammation, sagen die Amis heute dazu. Herde haben wir früher gesagt, Herdgeschehen. Das wird angeregt durch Omega-6, also Sonnenblumenöl ist in allen veganen Brotaufstrichen drin. Es ist richtig gefährlich, das Zeug. Darf man nie essen, das wissen die auch. Für Alnatura habe ich sogar mal kurz gearbeitet, also denen eine Aufklärung gegeben. Aber es ist so billig, nehmen es alle wieder rein. Außer DM hat man... Du gibst. Rüdiger, ja, der Werner war mein Fastenkurs bei uns, Wandern und so. Die haben das dann gemacht, haben mal einen Aufstrich gemacht ohne Sonnenblumenöl. Ja, also die Sonnenblumenkerne soll man den Vögeln lassen. Aber Kokosöl ist so wichtig für uns. Und also wir können auf allen möglichen Ebenen. Das wichtigste Ebene für mich ist, Glucose ist Zucker. Die Süße. Ja, wenn ich die archetypische urprinzipiell einordne, ist es das Thema Venus Aphrodite, Genuss. Und wir haben echt ein Problem mit Genuss heute. Hm. Wir haben eine absurde Ebene der Überfütterung entwickelt. Wir haben überhaupt nicht mehr genug venusischen Genuss. Also um Kunst und Kultur steht es ja katastrophal. Besonders in Deutschland, ehrlich gesagt. Wenn du das aus österreichischer Sicht vergleichst, das ist ja peinlich. Ich glaube, wir haben heute in Salzburg mit 200.000 Einwohnern mehr Kultur als in Bayern mit 12 Millionen. Das muss doch auffallen. Also ich bin jetzt so, ein halbes Leben war ich Deutscher, restliche, die letzte Hälfte war ich Österreicher. Das ist sowas von sichtbar, wie Kunst und Kultur runtergehen. Und wir haben natürlich auch überhaupt keinen Zustand mehr zur Liebeskunst. Ja, wir wissen da irgendwie, gab es mal früher was wie tantrischen Buddhismus, gibt es übrigens immer noch.
oder Carezza in Italien. Wir haben, ich habe schon erwähnt, öfter mal den verbundenen Atem. Wir können ja noch an Ekstase ran und an Einheitserfahrung mit so einer Übung. Aber es ist bei uns alles so ins Hintertreffen geraten. Also wenn jemand will, Typ 2 und 3 Diabetes, kann er über Fasten, das ist eine ideale ketogene Ernährung, und kann er auch, wenn er das dann weiterführt, wunderbar in den Griff kriegen. Tatsächlich geht es noch viel weiter. Also das ist auch ideal bei Krebs, mal eine Zeit lang zu fasten, nur ketogen. Und dann ja nicht Kohlenhydrate, das war das Gefährliche bei der Breuß-Kur. Weiter ketogen, und das ist eine ideale Kostform bei Krebs, nicht nur bei Diabetes, übrigens auch noch bei allen neurodegenerativen Krankheitsbildern wie MS und so weiter, Parkinson. Ja, übrigens, das weiß die Schulmedizin auch, falls sie sich mal interessiert für den Darm, wissen Sie, Parkinson entsteht im Darm. Na, gratuliere. Vorher saßen die Gastroenterologen in ihrer Loge, die Neurologen in ihrer Neurologe und haben nicht miteinander geredet. Das, dank Julia Enders, Darm mit Charme, ist es so publik. Jetzt wissen wir da einiges. Das ist sehr schön. Wir können auch so viel machen mit einfachen Dingen. Ja, wie Fasten kann jeder nicht essen. Und die Ernährung umstellen ist wirklich auch nicht so eine große Sache. Das sind schon zwei so wichtige Schritte. Bewegung ist sowas Natürliches und Schönes. Also da ist so viel zu machen und zu lösen. Und das ist auch, wir haben ja einen ähnlichen Schwerpunkt, Ingo und ich, aber doch noch andere Spezialbereiche. Und wenn wir die so zusammenbringen, kann man schön sehen, das ergänzt sich wunderbar. Also wir haben alle Chancen heute und wir haben so viel Wissen. Ja, wir sehen vor allem, wie dieses... Die Nahrungsmittelindustrie, die haben keinerlei Interesse an Gesundheit. Dessen bin ich mir sicher nach all diesen Jahren. Aber bitte, nicht auf Konzerne projizieren. Konzerne können nur verkaufen, was wir kaufen. Und wir haben das in der Hand. Ich schaue seit ewigen Zeit, über 50 Jahren, nicht mehr Fernsehen. Das Angebot ist einfach zu schwach. Für so eine Einseitigkeit habe ich einfach keine Zeit. Ich kaufe auch gar nichts mehr. Wir kaufen einfach nichts in Tamanga von diesen Nahrungsindustrieprodukten. Das ist einfach nicht, das ist einfach keine, das sind keine Lebensmittel, das ist Nahrung. Schlechtester Art häufig. Aber wir haben die Wahl, wir können Lebensmittel kaufen. Wir produzieren die sogar in Tamanga in unserem Garten. Es gibt viele gute Auswege. Sie brauchen Achtsamkeit, sie brauchen Bewusstsein in der Hand. Tolle Sachen, die du gesagt hast, lieber Rüdiger. Also das bedeutet, wir haben es heute nicht nur mit einem Kohlenhydratüberschuss zu tun, sondern natürlich eben auch mit einem Kalorienüberschuss. Wir sind jahrtausende lang geprägt auf wenig Nahrung und jetzt haben wir auf einmal Nahrung im Überschuss und dann auch noch Zucker im Überschuss. Du hast aber auch schon schöne Lösungen genannt. Zum einen auch hier wieder das Fasten, zum Beispiel eben das tägliche Fasten, dass wir eine gewisse Zeit ohne Nahrung auskommen, auch ohne Zucker auskommen. Du hast aber auch gesagt, dass es sinnvoll ist, eine pflanzliche Ernährung zu nehmen, da generell weniger Zucker drin ist, vor allem wenn es noch an die Ballaststoffe gekoppelt ist und generell natürlich weniger Kalorien zu uns zu nehmen und vor allem eben auch auf den Genuss zu achten. Lieber Ingo, mich würde interessieren, du bist ja auch schon sehr viel durch die Welt gereist, hast mit Schamanen und Urvölkern gelebt und gearbeitet. Gibt es dort auch sowas wie Diabetes? Und wenn nein, welche Rückschlüsse würdest du ziehen, was die anscheinend besser machen, dass sie sowas gar nicht haben? Naja, ich sehe natürlich, dass in all den Ländern, wo das Schrankfood, nicht der Schrottfressen aus Dubai, aus den arabischen Ländern, aus Amerika jetzt über die Welt verteilt wird, dass dort der Diabetes explodiert, dass Menschen zu wenig Ballaststoffe essen. Aber das eigentlich Besondere finde ich, dass wir ja heute ganz viel messen können. Und wir sehen heute, dass Diabetiker hohe Antikörperspiegel im Blut haben, dass sie eine Korrelation haben zu Autoimmunprozessen, dass also dieser Teil des Typ-2-Diabetes ist, der früher, wie Rüdiger sagte, Altersdiabetes ist, der jetzt nach vorne rückt, einerseits wegen der Insulinresistenz, aber vor allem aus meiner Beobachtung heraus, weil
Autoimmunprozesse ablaufen, die Beta-Zellen zerstören. Und das können wir sehr gut an den Laborwerten feststellen, die uns hier Hinweise geben. Und das heißt wiederum, wir können jetzt, wenn wir Hochdosis Naturmedizin einsetzen, können wir sehen, wie wir diese Autoimmunprozesse löschen können, ohne dass wir eben Insulin einsetzen. Und mich überrascht und erstaunt, immer wieder, wenn ich mal im Urlaub war und der ein oder andere Diabetiker doch zum Diabetologen gegangen ist in der Zwischenzeit, dann höre ich immer den gleichen Satz. Mein Diabetologe hat mir gesagt, was lassen Sie sich vom Dr. Hubert in so komplizierte Ernährungsprogramme reinschleusen, der Ihnen sagt, Sie sollen keine Milch mehr trinken, keinen Kuchen mehr essen. Sie dürfen wieder alles essen. Wir haben genug Insulin für alle. Das ist immer die Aussage der Diabetologen. Und mein Gott, das kann es doch nicht sein. Für mich geht es darum, eine Ernährung zu finden, die antientzündlich ist. Für mich ist Ernährung nur noch eingeteilt in solche Ernährung, die Entzündungsprozesse fördert. Rüdiger hatte ja eben schon das Omega-6 genannt, eines der ganz großen Themen der heutigen Zeit. Seit Menschen Tiere füttern, werden Tiere mit Omega-6 gefüttert. Das heißt, alles, was von Tieren kommt, die von Menschen gefüttert worden sind, sind Omega-6 überladen. Und das bedeutet, wenn da ein Autoimmunfeuer brennt auf kleinster Ebene, dann ist jeder Konsum von Omega-6, ob es jetzt Sonnenblumenöl ist oder Paranüsse. Paranüsse enthalten 360 mal so viel Omega-6. Da gibt's eben so ein paar typische No-Gos, wo man sagen muss, das ist so, als würde man Benzin ins Feuer gießen. Und dieses Benzin wird eben über all diese moderne Ernährung, diese lebensfeindliche Ernährung, wird ständig Benzin ins Feuer gegossen. Und so explodieren diese Autoimmunprozesse und das eben in ganz besonderer Form in der Bauchspeicheldrüse. Und jetzt können wir gucken, welche Heilpflanzen haben wir, welche Hochdosis Naturmedizin können wir einsetzen, um diese Autoimmunprozesse runterzufahren. Und das machen wir am Steinhuder Meer oder wenn ich zweimal im Jahr in Tamanga bin, bei Rüdiger zu den Gesundheitstagen, dann geben wir dort täglich Infusionen mit Kurkuma, aber auch mit Thiogamma, der Alpha-Liponsäure. Wir geben mit Oleopoetin aus der Olive. Das sind alles Dinge, wo wir nachweislich innerhalb von kurzer Zeit sehen können, wie diese Autoimmunfeuer, wie diese Parameter runtergehen. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann sehen wir, dass wir hier sehr ursächlich ansetzen können, wobei die tiefsten Ursachen natürlich in der Tiefe auch der Psychosomatik und natürlich des Lebensstils liegen. Und da kommt jetzt das Thema Stress noch dazu. Wir wissen ja aus der Schulzeit, dass Sympathikusaktivierung bedeutet, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, dann spannen sich nicht nur die Muskeln an, nicht nur der Blutdruck und Puls geht hoch, sondern es wird auch Cholesterin und Zucker ausgeschieden in verstärktem Maße. Wenn es dann aber nicht zum Kampf kommt, dann bleiben diese Werte natürlich, die Substanzen im System erhöht und können erstmal gar nicht abgebaut werden. Und der Körper reagiert heute genauso wie im Neandertal, ob es die Schritte vom Chef sind vor der Tür oder vor der Ehefrau, ob es die Nachrichten sind im Fernsehen, alles, was Stress auslöst, löst heute noch im Körper die gleichen Reaktionen aus wie im Neandertal. Das heißt, der Zucker wird freigesetzt und löst im System dementsprechend dann Wirkungen aus, die das System überfordern und aus dem Gleichgewicht bringen. Und hier können gerade Naturheilmittel wie Boxhornklee-Samen, wie Zimt, wie Kurkuma, können hier Wunder bewirken. Und natürlich Omega-3 aus Algen gewonnen, seit das Fraunhofer-Institut die Schizophytrium-Alge entdeckt hat und wir daraus heute in sehr ökologisch reiner Form reines Omega-3, reine EPA- und DHA-Fettsäuren gewinnen können, haben wir hier ein sehr, sehr gutes Mittel, wo wir sagen müssen, wenn der Omega-3-Spiegel im roten Blutkörperchen, also wenn das rote Blutkörperchen zu mindestens 9 bis 11% aus diesen Omega-3-Fettsäuren besteht,
dann haben wir auch unser biologisch angelegtes Potenzial zur Entzündungseindämmung ausgereizt. Das heißt, jeder Diabetiker, der schaut, dass er seinen Omega-3-Spiegel auf 9 bis 11 bekommt und auch seinen Vitamin-D-Spiegel über den Bereich von 40 bis 60 anhebt, der hat schon mal weniger Insulinbedarf. Er hat eine bessere Abwehrsituation gegen diese Autoimmunprozesse. Und so ist es eben wichtig, dass wir unseren Körper regelmäßig mit diesem Algenöl versorgen. Bitte niemals in Kapselform, bitte niemals vom Fisch, wirklich von diesen Algen, die man heute in sehr sauberem Wasser züchtet. Das ist etwas, wo wir ganz handfest loslegen können. Wenn wir dann noch die chinesische Medizin dazu nehmen, mit der Remania-Wurzel und verschiedene andere Heilpflanzen und das hochdosiert einsetzen, dann bin ich der Meinung, dass zusammen mit der Ernährungsumstellung, zusammen mit Sport und Meditation, dass wir dann sehr, sehr viel erreichen können. Und ich sehe das bei meinen Patienten, dass wir den Insulinkonsum in der Regel um 90% senken können. Das ist möglich. Und viele, viele habe ich in den letzten 40 Jahren gesehen, wo es auch gelungen ist, komplett wieder auf das Insulin zu verzichten. Das ist definitiv möglich. Wow, also da war jetzt ja auch schon sehr, sehr, sehr viel drin. Ich bin mir sicher, im begleitenden Kurs geht es da noch viel mehr in die Tiefe. Wir haben auch die eine oder andere Frage schon, die wir gleich im Anschluss noch klären. Du hast ja letztlich anti-entzündlich das Wort sehr häufig benutzt. Also es ist bei Diabetes sehr wichtig, auf anti-entzündliche Lebensweise und anti-entzündliche Lebensmittel zu achten. Und du hast jetzt schon ganz, ganz viel genannt. Im Kurs gibt es wahrscheinlich sehr konkrete Informationen dazu und auch Ernährungshinweise, wie man das machen kann. Du hast aber auch den Stress genannt. Der Stress scheint ein ganz wichtiger Indikator zu sein, dass wir den reduzieren. Also einerseits den Stress von zu viel Lebensmittel, vor allem der dadurch erstellt wird, und auch den Stress natürlich in verschiedenen anderen Lebenslagen. Und ihr habt beide übereinstimmend der Meinung gewesen, dass Diabetes Typ 2 zu 90, fast sogar zu 100% rückgängig machbar sei, wenn man sehr viele Dinge beachtet. Rüdiger, du hast ja unter anderem das Buch Peace Food geschrieben, in dem es um die pflanzenbasierte, liebevolle, vegane, ketogene Ernährung geht, die ja hier eben auch sehr hilfreich ist. Jetzt, was kann man in diesem Kurs noch erwarten? Wie lange geht dieser Kurs? Und wenn jemand jetzt schon mit Diabetes diagnostiziert ist, ist er in diesem Kurs richtig? Ja, es ist nie zu spät. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich praktisch nie zu spät. Das ist unglaublich, was der Körper noch schafft, wenn wir ein bisschen gut zu ihm sind. Teresa von Avila, meine Lieblingsheilige aus Spanien, die sagt so schön: Lass uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm lebe. Das bringt für mein Gefühl auch die Hierarchie so schön raus. Der springende Punkt ist schon die Seele. Ja, also, dass wir unser Leben lieben. Uns lieben ist ja die Aufforderung. Liebe der Nächsten wie dich selbst ist immer Aufforderung zur Selbstliebe. Naja, also, und dann einfach gut sein zum Körper. All das, was Ingo da gesagt hat, kann ich natürlich unterschreiben, unterstütze ich ja auch. Und es ist ideal, wenn wir das aus einer Haltung heraus machen, dass wir unseren Körper schätzen. Ja, also die Buddhisten, die sind ja jeden Morgen froh, wenn sie aufwachen, dass sie in einem menschlichen Körper aufwachen. Hat ja auch was. Also haben wir unheimliche Chancen zu lernen, uns zu entwickeln und auch glücklich zu werden. Und beim Lernen werden wir glücklich. Also da sind viele Möglichkeiten drin. Und ich meine, sich gegen die Liebe so zu verwehren, das ist mir ja schon irgendwie ein Rätsel. Ich wüsste ja gar nichts Schöneres. Und warum nicht einfach richtig gutes Essen? Wir haben jetzt so einen Sternekoch in Damanga. Da freut man sich, also alle freuen sich aufs nächste Essen. Das ist sowieso schon gut, da wurde immer gut gekocht, vegan. Aber das hat jetzt nochmal irgendwie so was sehr Schönes, Kulinarisches eben bekommen. Also sind ja lauter, was wir da so empfehlen, ist ja gar keine Zumutung. Das ist ja wunderbar. Ich habe ja heute viel mehr Geschmack beim Essen, gibt viel mehr Gewürze und Blüten und was alles dabei, seit bei uns so sehr vegan, eben Peace Food, angeboten wird.
Und auch bei den naturheilkundlichen Dingen, es ist ja nicht schwieriger, mal eine ausreichende Menge zu nehmen von einem wirklich guten, reinen Stoff. Ja, das ist ja nicht wirklich schwierig. Und du spürst die Ergebnisse auch relativ bald. Also, das ist mir immer auch noch rätselhaft, warum so wenig ankommt. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir heute so eine praktisch Gleichschaltung von Obrigkeiten, Konzernen und Journalismus haben. Da werden Dinge angepriesen, die einfach für einen erfahrenen Arzt genau das Gegenteil von gesund sind. Ja, also all die Snacks zwischendurch, das ist reine gegen die Gesundheit gerichtete Industriepropaganda. Muss man einfach mal sagen, alles, was im Fernsehen beworben wird, hat es nötig. Würde ich nie kaufen, nie essen, diesen ganzen Schrott. Übrigens auch beim Vegan. Es gibt eine Fülle inzwischen von veganem Industriemüll, den ich nie essen würde. Ja, also. Umso schöner, dass es Menschen wie euch beide gibt, die hier auch in kostenfreien Webinaren aufklären und dann natürlich eben auch Möglichkeiten geben, sich noch tiefer mit der Materie zu befassen, finde ich richtig klasse. Ingo, hast du es dann auch geschafft, dass auch hier in diesem Kurs wieder Punkte angerechnet werden? Wird dieser Kurs quasi zertifiziert? Ja, wir haben ja, unser Ziel ist, Menschen über all die wichtigen Erkrankungen der heutigen Zeit, wie sie auch in Krankheit als Symbol genannt sind, aufzuklären, zu schauen, was ist hier im ganzheitlichen Sinne das Beste, was wir tun können. Und so ist natürlich auch moderne Diagnostik Teil der normalen Schulmedizin. Auch gehen wir natürlich kurz auf Dinge ein, die die Schulmedizin aus gutem Grund auch anbietet. Da sind ja auch ein paar Schätze dabei. Aber im Wesentlichen brennen wir natürlich dafür, Krankheitsursachen, wirkliche Ursachen zu benennen, an der Wurzel zu packen und dann Lösungswege aufzuzeigen. Und das hat die Ärztekammer hier in Hannover sehr wertgeschätzt. Sie geben uns die entsprechenden Fortbildungspunkte, zertifizieren diesen Kurs. Und ihr werdet hier viel erfahren, auch über viele Kleinigkeiten, nicht? Warum Chrom so wichtig ist in der Diabetesbehandlung, welche Rolle die Alpha-Liponsäure, das Thiogamma, spielen kann, das ja ein schulmedizinisches Mittel ist, wie es mit dem Metformin ist, das ja auch als Anti-Aging-Mittel inzwischen sehr hoch angesehen ist, welche Rolle Kurkuma spielt und wie wir mit der Hochdosis Naturmedizin hier einwirken können, um unser Leben zu erleichtern und zu bereichern. Aber Naturmedizin kann nur dann ihr volles Wirkspektrum entfalten, wenn wir eben die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, von unserem Mindset her, von unserer inneren Haltung her und unserer Ernährungsweise, die sich ja auch spiegelt in unserer inneren Haltung. Wer gestresst ist, hat natürlich auch eine Resonanz zu Stressnahrung und schießt sich damit natürlich bei Diabetes gleich direkt ins Bein. Und auf all diese Dinge werden wir dann eingehen. Super. Ich habe hier zwei Fragen, die immer wieder gestellt werden, lieber Ingo. Zum einen, kann ich diesen Kurs von zu Hause aus durchführen oder muss ich dafür irgendwo hingehen? Und zum anderen wurde einmal das Wort Infusion genannt. Jetzt habe ich ja zu Hause, kann ich mir schlecht selber eine Infusion legen. Gibt es dort dann quasi alternative Möglichkeiten oder dann eben auch die Info, welchen Heilpraktiker, Arzt ich aufsuchen kann, wenn solche Empfehlungen gegeben werden? Naja, grundsätzlich kann man den Kurs von zu Hause aus machen. Er ist dauerhaft dann online geschaltet. Das heißt, man kann ihn sich auch in kleinen Häppchen angucken, weil es ist ja eine intensive Wissensvermittlung, etwas, was man nicht googeln kann, was man in keinen Büchern nachlesen kann, was wirklich aus unserem 80-jährigem Erfahrungsschatz von uns beiden zusammengerechnet kommt. Und das kann man sich Stück für Stück zu Gemüte führen. Und ansonsten, was die Infusionen anbegeht, wir stellen auch Naturmedizin vor, wie man sie heute bekommen kann, in Kapselform oder in Teeform. Gerade die chinesische Medizin hat da viel zu bieten. Und ansonsten geben wir Hinweise, welche Infusionen man sich bei seinem Arzt, Naturheilarzt oder Heilpraktiker geben lassen kann. Rüdiger und ich haben ja jetzt über 23 Jahre Ärzte und Heilpraktiker ausgebildet und da gibt es schon sehr, sehr viele inzwischen, die genauso arbeiten wie wir und die auch solche Kurkuma-Infusionen zum Beispiel anbieten.
Also ich habe zum Beispiel auch immer eine Meditation noch beigesteuert. Ich empfehle Filme grundsätzlich gerne. Ich habe, glaube ich, mehr Spielfilme verschrieben als Pharmaka. Da kommen noch eine ganze Reihe andere Dinge so dazu. Das ist schon eine Möglichkeit, glaube ich, wo auch Kollegen einen Einstieg finden können, aber geht weit darüber hinaus. Also ja, wenn ich so schaue, in meiner ganzheitlichen Gesundheitsberaterausbildung, da sind, glaube ich, weit mehr Nichtärzte und Nichttherapeuten dabei, die das für sich selbst machen. Auch in der integralen Medizin, da im Psychiatriekurs letztens, da waren 7 Psychiater dabei, bin ich schon erstaunt. Aber es waren natürlich insgesamt über 40 Leute. Also das ist inzwischen ja auch so eine Thematik, dass sich das Gesundheitswissen verbreitet über die Illustrierten und so weiter. Das ist oft ein ziemlich fragwürdiges Niveau, kommt mir vor. Aber man kann es ja auch auf einem guten Niveau machen. Und insofern ist es auch schön, dass das heute geht. Auch von den Kollegen aus geht es, dass da auch Heilpraktiker dabei sind und Physiker und Masseure und so weiter, Masseurinnen. Das ist inzwischen heute viel entspannter für mein Gefühl. Früher war das so, wollten die Ärzte gar nicht, dass da andere dabei sein dürfen. Da haben wir heute jetzt schon ewig kein Problem mehr. Ja, gerade wo es online stattfindet, das ist ja sowieso auch anders. Eine schöne Sache, dass es diesen Kurs jetzt eben auch auf eurem Niveau gibt und dass ihr euer ganzes Wissen, auch natürlich die Jahrtausende alte oder Jahrhunderte alte Wissen aus den Naturvölkern hier mit einfließen lasst und jeder das jetzt von zu Hause aus machen kann, egal ob Heilpraktiker, Masseur, Arzt oder eben Privatanwender, der vielleicht denkt, er ist in einer Prädiabetes oder vielleicht seine Mitmenschen da warnen möchte oder vielleicht sogar auch Diabetes hat. Also für jeden hat dieser Kurs irgendwas. Mehr Informationen dazu gibt es natürlich weiter unten auf dieser Seite und dort kannst du dich natürlich eben auch mit all dem informieren, was dir zur Beantwortung deiner Fragen noch fehlt. Ich sage euch vielen lieben Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt und hier schon ganz, ganz viele Lösungshinweise gegeben habt, wie mit Diabetes am besten umzugehen ist und euer Wissen wirklich in den Dienst der Allgemeinheit stellt. Vielen lieben Dank, Namaste und bis bald.